Es ist morgen und alle rennen erstmal raus. Hungrig, 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 hungrig. Auto ausrüsten. Und damit auch moin moin und willkommen hier in Going Medieval. Ja. Wie sie alle losrennen. Ach, ist das herrlich. Wie weit sind wir denn da? Außer dass die. Oh. Ganz wichtig, sie leiden schon unter Kälte. Es ist der erste Herbsttag. Wir haben 11 Grad. Haben wir. Alle Sommerkleidung und fast alle nichts an. Ich will nicht wissen, was hier passiert in dem Bunker. Egal. Erstmal alle wieder zusammensammeln. Einziehen und hier hinschicken. Wir können später beten. Mann, Mann, Mann. Was haben wir? Dann zieht mal schön Winterkleidung an, wenn euch doch schon kalt ist. Also bei 11 Grad, ich weiß nicht, wem da kalt sein soll. Das sind noch ganz angenehme Temperaturen. So. Und Edelmund noch. Und macht mal weiter. Jetzt liegen natürlich ganz genau zwei Klamotten rum. Das ist nicht viel. So, haben die sich jetzt was angezogen? Wow. Eigentlich müssten wir genügend Klamotten da haben. Ich habe aber die Vermutung, dass. Ich glaube, die Bank hat man noch hier. Die. Nee, Bank. Ja, jetzt. Den Nähplatz, ja. Ja, wenn ihr noch keine Winterkleidung habt, dann ja. Macht mal und. Ich glaube, ich stelle das mal nicht auf Menge, sondern auf bis Folgendes erreicht ist. Genau, 2 von 0. So, jetzt brauchen wir natürlich noch jemanden, der da schneidert. Der würde gern. Ach, der darf mal mitschneidern. Gut, was steht denn am heutigen Tag an? Braun, aha. Das ist natürlich äußerst wichtig. Wichtiger wäre, dass wir langsam mal wieder Holz haben. Wächst. Wächst. Also Holz ist wirklich langsam, was heißt langsam, dauerhaftes Problem. Moment. Warum sind die verärgert? Was hat der für ein Problem? Vermisst, 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 hässlich. Oh, und durstig. Oh. Ein bisschen könnte er mir ja schon leid tun, ne? So. Das Problem ist, hier im Gang ist kein Platz für irgendwas. Da habe ich eindeutig etwas zu klein gebaut. Und wir sind schon wieder beim Autospeichern. Ach ja. So, was mit der Kettenhaube jetzt ist, weiß auch kein Mensch. Egal. Die dürfen mal weiter schlafen. Und zwar haben die das jetzt eigentlich hier fertig gebaut? Nein. Und es fehlt Gebäude nicht erreichbar. Ja gut, dann ist das erstmal so. Denn eigentlich wollte ich jetzt, das ist mir beim letzten Mal aufgefallen, wollte ich, wollte ich, wollte ich.
mehr Holz sammeln. Sammelt er das jetzt? Nee, jetzt sammelt er es. Und ich glaube, ich habe hier das Ganze abgebrochen. Was natürlich auch nicht clever war, aber naja gut. Verhungern. Oh. Ich würde dir empfehlen, geht hin und esst was. Nicht das Kohlfeld. So, ich mach da Bäume hin. Da Bäume hin. Und ihr macht eigentlich da oben Bäume hin? Gut, was haben wir denn jetzt wieder? Ein Händler oder was? Ich kaufe und verkaufe Dinge. Macht da Bäume hin. Ihr macht da Bäume hin. So, dann Odin Hulse. Die Namen sind neu. Mal gucken, ob er es hinbekommt. Aber der kommt hier rein und das erste, was jetzt. Gut. Was hat er uns zu verkaufen? Er hat Grillfleisch. Wow. Kräuter, wow, Alkohol. Und hölzerne Falle. Die können wir eigentlich auch selber herstellen, naja. Hier noch irgendwas? Oh, hier. Wollwinterkleidung, wow. Sommerkleidung, verkauft dich super jetzt um die Zeit. Und noch mehr Sommerkleidung und Winterkleidung aus Leder. Ach ne, das haben wir. So. Der möchte. Haben wir denn hier? Eintopf. Na, das ist doch super. Moment. Genau, ich will Alkohol erwerben und verkaufe ihm. Ja, eigentlich kann ich ihm Kräuter verkaufen. So. Sagst tschüss. Also, was ich eigentlich machen wollte, wenn ich das jetzt mal irgendwann mal erzählen darf, ist Zinn an die Wand. An die Wand, naja. An die Mauer. So. Das ist natürlich eine Sache, die kostet jede Menge Holz. Deswegen so viel bauen wie geht und dann, ja. Leiden unter Kälte, ja, ist das schön. So, dann fangen wir hier drüben an. Ganz einfache Sache, beim letzten Angriff oder bei den letzten Angriffen war es so, dass die gegnerischen Bogenschützen unsere Bogenschützen immer wieder getroffen haben. Was natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung ist. Und ich glaube, hier kommen sie gar nicht so richtig ran. Naja, dann baut mal hier weiter. Wie gesagt, die Mauer ist eigentlich nur, naja, provisorisch ist falsch. Aber irgendwann soll da mal was aus Stein mit hin. Irgendwann. Zack. Na gut, die Stelle hier ist jetzt, naja,
Aber gut, geht nicht anders. Zack. So, der Händler verlässt uns endlich wieder. Das kann noch abgeholzt werden. Wo ist der eigentlich? Ach, der erntet hier unten. Oh, nö, ist ja richtig. So. Ich höre ihn nur schon wieder bauen und bauen und bauen. Nein, die bauen nicht. Mabel. So, fällt die Bäume. Warum ist so wenig bei Schneiden da? Also das ist mal. Der kann das auch mal mitmachen. Und das ist schon wieder Abend. Die Zeit verfliegt natürlich. Ja gut, wenn man hier auf fünffaches Spieltempo stellt, aber ansonsten dauert das ewig. So, wie sieht's denn aus? Wow, dreimal haben wir inzwischen schon. Wie sieht's denn hier mit? Ach nein, das sieht man hier nicht. Was hat der Meta eigentlich für ein Skill? Nee. Schneidern. Naja, die 10 ist schon mal was. Aber irgendwie habe ich die Vermutung. Vermutung. 11. Da würde ich der ERT schon nicht losschicken. Das Problem ist ja, man bekommt nur gute Kleidung, wenn man. Oh, 16. Nur gute Kleidung, wenn der Skill selbst relativ hoch ist. Und ja, 10 ist nicht der höchste Skill. Ja. Müssen wir mal schauen. Wer rennt denn hier noch unten rum? Und manchmal habe ich die Vermutung, der Meta ist, ja. Nein, halt. Da. Der Plan ist derselbe wie die anderen, aber ja. Leiden unter Kälte, ich weiß. Aber ihr habt da wenigstens dreimal. Meine Wand. Nein. Winter. Damit sie überhaupt was anhaben. Genau. Sollen sie sich jetzt. Und wenn es nur das billige Zeug ist, besser das billige Zeug und nicht ganz so viel rumjammern. So. Das Problem ist, ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt noch Winterkleidung habe. Scheint nicht so. Yvette, genau, Yvette kann das ja wesentlich besser. Eigentlicherweise wollte ich heute hier die ganzen Zinnen rundherum bauen, aber irgendwie, ja. Schneidet, schneidet, gärtnert. Transportiert. Zum Lagerplatz, nein. Oh, jetzt fängt er. So. Ja, 5-facher Wind ist natürlich eine Menge. Gut, die ersten werden schon mal gebaut, das ist schon mal ein Anfang. Leiden immer noch unter Kälte. Es sind 11 Grad, 12. So leichte Jammerlappen sind das schon.
So, leidet unter Kälte, ja. Also eigentlich war das heute definitiv nicht der Plan. Na, Yvette, klappt das? Redet man mit denen, hauen sie ab. Zack, holt wieder was. Eins, zwei, drei, vier, gut. Die haben schon mal was. Wir machen das mal auf 20. Oh, Edelmond ist zumindest bei Botanik bei 8. Das ist doch schon mal gut. Hier, liebste Yvette, wo rennst du schon wieder hin? Ins Bett. Aha. Gleich kommt wieder das Auto speichern. Da ist es. Wie viel Alkohol haben wir eigentlich? Immerhin 7 Bier. Also das heißt, wir sind jetzt schon an dem Punkt. Ja, wir haben mehr Alkohol, als sie trinken. Gerste 225, das reicht eine Weile. Ja, das ist doch schon mal alles gut. Baumaterial. Theoretisch haben wir genug Holz, aber. Ja, okay, bei 4 Grad darf man mal ein bisschen rumjammern. So, schafft es Yvette jetzt hier langsam wieder mal? Immerhin. Jetzt ist nur die Frage, geht das daneben oder klappt das? Meta Botanik 9, ja. Es ist ja noch genug, was hier geerntet werden müsste. Dürfen sie auch gleich mal mitmachen. Eigentlicherweise kriegen die das alleine hin, aber ja. Gut, ich sag mal so, Holz haben wir genug. Und genau aus dem Grund breche ich das jetzt auch erstmal ab. Ich hoffe, dass das für das Bauvorhaben reicht. Mein 2600 Holz sollten reichen. Sollten. Hier, Jungs, das ist auch reif. Daraus kann man Wein machen. So, müsste jetzt der nächste. 1, 2, 3. Wir hatten schon mal jemanden mit 4. Ach, hier. Sommerkleidung aus Leder. Wäre besser als gar nichts, aber. Nein, da liegt auch nichts. Leiden unter Kälte. Da fällt mir da gerade was ein. Man sollte vielleicht auch die ganzen Feuerschalen anmachen. Damit die dann nachts wenigstens bei 25 Grad wunderschön schlafen. Also das ist. Ich verstehe es immer noch nicht, aber Geschmackssache. Diejenige hat wohl hier Langeweile. Yvette. Oh, Yvette. Moment. Liebe Handelskarawane, ich möchte jetzt eigentlicherweise
bei Yvette gucken. Also, es kommt wieder ein Händler. Eine ganze Karawane. Yvette. Nö, die soll den ganzen Tag eigentlich nur schneidern. Eigentlich haben wir noch genug Fleisch, ne? Ach, die kommen von da. Okay. So, wer ist der Händler von euch? Dann mach mal. Haben die irgendwas, was uns was bringt? Kleidung. Sommerkleidung. Gut, die könnten wir verkaufen. Wollwinterkleidung, gut. Na, da wollen wir das schon mal kaufen. Ich bin zwar kein Fan davon, aber naja, gut. Scroll, scroll, scroll. Das rüber, das rüber. Also er kann unsere ganzen Sommerklamotten jetzt erstmal nehmen. Oh, der hat natürlich eine ganze Menge schöne Sachen hier. Nur eine Schmiede für 1500. Wuff. Ist das üppige Mahlzeit? Eher nicht so, ne? Was kann man denn dem noch aufdrehen? Chroniken? Na, wohl. Kann nur schief gehen. Das wollen wir machen, sonst hätte ich es nicht gemacht. So, schlafen die jetzt noch? Die schlafen noch, bis auf Edelmond. Jetzt wäre es natürlich sehr, sehr intelligent, wenn die noch, zumindest einer, hat mir ein oder zweimal Kleidung gekauft. Gute Frage. Yvette muss auf jeden Fall weiter schneidern. Und Edelmond ist total toll. Macht alles kaputt. So, wo ist Yvette? Die soll nicht bauen. Yvette. Anfertigen soll sie auch nicht. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Die soll eigentlich die ganze Zeit nur schneidern. Dort ist dein Platz. So, die ganzen. Okay, da fehlen ja noch einige. Für heute soll es reichen. Die Dorfbewohner leiden immer noch unter Kälte. Und wir haben Herbst. Aber das ist ein Problem für die Dorfbewohner beim nächsten Mal. Für heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.